Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Nachdem wir das letzte Mal beim Plätzchenbacken so viel Zeit in der Küche zugebracht haben, immerhin habe ich über 150 Plätzchen gebacken, machen wir es diesmal etwas kürzer und lassen sogar den Ofen aus. Das Wochenende steht vor der Tür und wir wollen auf keinen Fall auf eine leckere Torte verzichten. Deshalb gibt es eine No-Big-Kirschtorte mit Lebkuchenbohnen und Sahnecreme. Mit dem Bohnen fangen wir auch gleich an. Und zerkleinern 100 Gramm Vollkornbutterkekse und 150 Gramm Lebkuchen. Damit der Boden noch etwas dunkler wird, geben wir noch 15 Gramm Backkakao dazu. Und verrühren alles mit 130 Gramm flüssiger Butter. Der Boden ist fertig und kommt in unsere 26er Form. Auf dem Boden habe ich schon ein Backpapier gelegt. Und ich habe auch schon gleich einen Tortenring rumgemacht, weil die Torte wieder etwas höher wird als der Backrahmen. Nachdem wir den Boden angedrückt haben, kommt er für 15 Minuten in den Kühlschrank und in dieser Zeit bereiten wir schon einmal die Kirschfüllung zu. Auch die Kirschschicht machen wir heute etwas anders. Statt Stärke oder Gelatine nehmen wir einfach Tortenguss. So, jetzt geht's an den Herd. Zuerst mischen wir 2 Päckchen roten Tortenguss mit 70 Gramm Zucker. Und verrühren dann alles mit 400 ml verdünntem Kirschsaft. Dann lassen wir den Kirschsaft nur noch kurz aufkochen. Zum schnelleren Abkühlen geben wir jetzt 1 bis 1,5 Gläser Kirschen rein. Dann können die Kirschen auch schon auf dem Boden. Der Kuchen kommt jetzt ein zweites Mal für etwa eine Viertelstunde in den Kühlschrank und in dieser Zeit sammeln wir schon einmal die Zutaten für die Creme zusammen. Wir brauchen 200 Gramm Sahne, 300 Gramm Frischkäse, 200 Gramm Schmand, 70 Gramm Zucker und 30 Gramm Sofortgelatine. Zuerst schlagen wir die Sahne mit etwas Sofortgelatine auf, dann verrühren wir den Frischkäse mit dem Schmand und der restlichen Gelatine und geben dann den Zucker dazu. Und zum Schluss heben wir die Sahne noch unter. Die fertige Creme verstreichen wir, na klar, auf den abgekühlten Kirschen. Jetzt beginnt unsere lange Wartezeit, denn die Torte muss noch einmal für 2 Stunden in den Kühlschrank. Ich habe noch einmal roten Tortenguss aufgekocht mit 250 ml verdünntem Kirschsaft, 1 Päckchen roten Tortenguss und 20 Gramm Zucker. Und den gieße ich jetzt auf unsere Creme. Nun muss unsere Torte ein letztes Mal in den Kühlschrank und zwar so lange, bis der Tortenguss fest ist. Kommen wir nun zur Dekoration. Dafür brauchen wir 150 Gramm aufgeschlagene Sahne. Jetzt machen wir es wie immer kurz und schmerzlos. Die Torte ist fertig und kann angeschnitten werden.
So sieht unsere Weihnachtstorte, die Nobi-Kirschtorte mit Lebkuchenboden von innen aus. Wie gesagt, haben wir einen Lebkuchenboden, darauf die Kirschschicht, die Sahnecreme und obendrauf einen leuchtend roten Guss. Eigentlich ist die Torte ganz schnell zubereitet, wenn nicht die lange Kühlzeit wäre. Das Rezept für die Torte findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit, viel Spaß beim Backen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!